Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die deutsche Vita-Box von JBO. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Deutsche Vita von JBO, das Ganze aus dem Jahr 2018. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das 12. Album der Band. Wir haben hier eine goldgelbe Box, quadratisch und recht hoch. Auf dem Cover haben wir hier den pinken Schriftzug der Band JBO. Dann dahinter lesen wir noch den ganzen, den ausgeschriebenen Namen, James Blast Orchester, wobei das Blast hier zensiert ist. Dann Deutsche Vita, der Albumtitel, und wir haben hier den deutschen Adler etwas abgewandelt mit einer E-Gitarre in rosa. Und dann haben wir auch die deutsche Fahne etwas abgewandelt. Also statt schwarz-rot-gold oder schwarz-rot-gelb haben wir hier schwarz-pink-gelb. Das ist ja die Farbe von JBO, sieht man auch hier im Cover sehr deutlich. Also alles hier bei den Herren immer in Pink. Ansonsten hier in Gelb und hier zieht sich die Fahne durch. Und auf der Unterseite ist das Ganze überraschenderweise in Grün. So, JBO Deutsche Vita. Dieses Boxset enthält Deutsche Vita Digipack, Tischwimpel mit Ständer, JBO Deutschland Landkarte, exklusive DVD Live in Wacken 2017, Echtheitszertifikat, limitiert auf 1000 Stück. Ja, also diese Box gibt es weltweit 1000 Mal. Dann haben wir hier noch die Beteiligten. Das Ganze ist erschienen über AFM Records. Und rechts gibt es dann noch den Barcode. Gut, dann würde ich sagen, wir schauen mal rein. Den Boxdeckel kann man hier abnehmen. Von innen in weiß. Und dann kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier einmal, das ist einfach so Altpapier zusammengedrückt, um entsprechend hier die Sachen, die Boxinhalte zu schützen und in Position zu halten, also Füllmaterial. So, dann kommen wir zum Inhalt. Einmal hier der Wimpel mit diesen zwei Saugnäpfen hier, okay, dazu kommen wir noch. Dann die DVD Live in Wacken, das Album an sich, Deutsche Vita. Das sieht mir aus wie eine Autogrammkarte, also eine Fotokarte im Querformat. Das Zertifikat, dann diesen Faltplan, Poster mehr oder weniger, und dann machen wir die Box mal wieder zu. Hier an der Seite übrigens noch links und rechts so eine kleine Aussparung, so ein Halbkreis, damit man den Boxdeckel auch wirklich gut anheben kann. Machen wir die Box zur Seite und dann schauen wir uns mal an, was wir hier haben. Die beiden Sachen noch in Folie. Also, einmal hier das Album und die DVD in Folie. Bevor wir das Album aus der Folie holen, haben wir noch einen Sticker, und zwar JBO Deutsche Vita Tour 2018. Also das waren die Tour-Dates. Hier konnte man die Band live sehen. Wir werden wie immer mal die Folie abmachen. Einmal Album und einmal DVD. So. Also, das ist die DVD, leider, ah doch, ich dachte, es wäre jetzt aufgedruckt, nein, man hat das doch mit einem Sticker gelöst, also nicht leider, sondern Gott sei Dank. Und zum Zweiten natürlich das Album. Das Album kommt hier in einem Digipack und ist in so einem Gold-Hochglanz-Aufdruck und ist sogar so wirklich so reflektierend, also das sieht echt heftig aus. Das Cover kennen wir schon von der Box. Auf der Seite in schwarz gehalten hier mit Katalognummer. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 14 Tracks, wobei Nummer 13 ein Bonustrack ist und Nummer 14 ein Live-Bonustrack. Ansonsten haben wir noch ein Feature, ein Gastbeitrag von JMZ Lenfield. Okay. Und hier wieder die Beteiligten und einen Barcode. Dann schauen wir mal hinein. Hier geht das Ganze weiter in dieser Goldoptik.
Dann die vier Herrschaften hier abgebildet in wunderbaren Gewändern und einem kleinen Griller. Dann haben wir auf der rechten Seite mal das Booklet. Ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Grün passt für mich echt so gar nicht zum Artwork. Also dieses Gold und diese Farben und Fahnen ja, aber dieses Grün ist ja irgendwie fehl am Platz. Aber auch das Booklet hier hat es in diesem Grün. So, was haben wir hier? Einerseits mal die Tracks und die gesamten Lyrics, wunderbar. Dann hier noch Artwork und Fotos. Und das zieht sich jetzt so durch. Also hier jede Menge Text, wie wir sehen. Dann das Gruppenfoto nochmal. Sieht man nach einem kleinen Reklamheftchen aus. Weitere Fotos, weitere Gemälde und natürlich weitere Texte. Und zum Abschluss gibt es dann hier noch die Credits zum Album. Also alle, die daran beteiligt waren. Und hier nochmals die Tracklist mit den weiteren Infos. Ja, klassisches Booklet würde ich sagen. Dann kommen wir zur CD. Auch diese hier in diesem Grün gehalten. Ja, so sieht das aus. Und auch dahinter wieder Grün und deutsche oder JBO-Fahne. So, das war's zum Album. Wie gesagt, 14 Tracks hier im Digipack. Als nächstes haben wir hier die DVD. Die kommt ja auch in so einem Digipack. Sticker ist mit drauf. Ein 12er Sticker live in Wacken. Hier hinten haben wir die Tracklist. Also 9 Tracks wurden hier live gespielt. Und so sieht das von innen aus. Gefilmt und aufgenommen am Wacken Open Air 2017. Also hier nochmal die Beteiligten angeführt, die hier in dieser DVD mitgewirkt haben. Das Foto und hier dann die DVD. So sieht das aus. Die passt hier in diese Stecktasche. Ja, und die gibt es wirklich nur in dieser Box. Also die kann man nicht regulär kaufen, die DVD. Die ist hier wirklich nur exklusiv in der Box drin. Als nächstes haben wir diesen Wimpel hier. JBO Deutsche Vita. Beidseitig bedruckt in diesem Goldgelb, in dieser Glanzoptik, dann hier an den Seiten noch so pinke bzw. ja so helllila Fransen. Oben dann in Weiß die Stange. Ich bin jetzt nur etwas verwirrt, weil die Stange nicht drin ist, dieser Wimpelständer, sondern nur das hier. Aber ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, irgendwer hat mich darauf hingewiesen, dass. Ja, genau. Und zwar, was lesen wir hier? Hoppla, da ist wohl etwas schief gegangen. Wir hatten leider ein Lieferproblem bei dem goldenen Ständer, der zu deinem neuen JBO-Tischwimpel gehört. Wir hoffen, dir gefällt der Wimpel. Als vorübergehenden Ersatz haben wir dir einen Saugnapf beigelegt. Ich habe sogar zwei, okay. Damit du den Wimpel auch erstmal an deine Fensterscheibe zu Hause, im Auto oder einen anderen Ort deiner Wahl hängen kannst. Damit wir dir den richtigen Ständer nachliefern können, melde dich bitte mit einer kurzen E-Mail unter jbo@urban.eu und nenne uns eine aktuelle Lieferadresse. Der Ständer wird dir dann so schnell wie möglich nachgesendet. Wir bitten um dein Verständnis und wünschen dir mit der Deutsche Vita CD und dem Boxset viel Spaß, JBO. Dieses Album, hier unten steht noch klein, läuft. Nein, diese Aktion läuft nur bis zum 30.03.2019. Leider können wir Anfragen, die später eintreffen, nicht mehr berücksichtigen. Okay, also ich bin wohl aus der Frist raus, bedeutet, ich bekomme meinen Tischständer, meinen Wimpelständer nicht mehr. Aber ja, ich gebe mich auch mit diesen beiden Saugnäpfen zufrieden. Das Ganze hier auf dieser rechteckigen Postkarte, hier nochmal das Bandfoto. Ich dachte, es wäre eine Autogrammkarte, aber es ist so eine Entschuldigungskarte, wie wir jetzt rausgefunden haben. Dann die beiden Saugnäpfe hier mit diesem Metallhaken. Bedeutet, man kann dann hier wirklich diesen Saugnapf irgendwo befestigen. An einer Fensterscheibe zum Beispiel. Und dann hat man hier wunderbar den Wimpel. Warum ich jetzt zwei Saugnäpfe habe, weiß ich nicht. Ich gehe mal davon aus, dass es ein Fehler war und dass eigentlich nur einer dabei sein hätte sollen. Dann haben wir ein Zertifikat. Das ist ja generell so bei diesen AFM-Boxen. Also diesen Boxen von AFM Records, dass man hier so ein Zertifikat dabei hat. Wir haben hier in Englisch eben geschrieben, dass es eine authentische Box ist, dass es wirklich das bescheinigt, dass wir die Box hier original erworben haben und dass diese Edition auf 1000 Stück weltweit limitiert ist, plus der Boxinhalt ist hier auch nochmal aufgelistet. Also das Zertifikat. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann hier noch, sieht aus wirklich wie so ein Stadtplan, Deutschland Faltplan steht hier auch noch. Dann schauen wir mal, was wir hier auffalten. So,
Ja, also auf jeden Fall ein sehr ungewöhnliches Format, sowohl was die Faltung betrifft, als auch so die Größe oder das Format des Posters. Hier oben haben wir wieder den Adler und JBO Deutsche Vita, dann alle vier Herrschaften abgebildet in den diversen Trachten und Uniformen. Vor einer pinken Deutschlandkarte. Hier gibt es wieder Bier und Grillerei. Und dann schauen wir mal auf die Rückseite. Hier haben wir dann tatsächlich eine detaillierte Deutschlandkarte mit den einzelnen eingezeichneten Bundesländern. Und wir haben hier dann so pinke Markierungen, so pinke Kreise. Und zwar haben die was zu bedeuten, denn es ist nicht die Einwohnerzahl oder irgendeine Größe, sondern wir haben hier die Legende. Das sind die jeweiligen Auftritte. Bedeutet, je größer der pinke Kreis, desto mehr Auftritte gab es an diesem Ort, in dieser Stadt. Das ist jetzt der Stand von März 2018. Und wir sehen, die größten Kreise sind so bei, ich glaube, Erlangen ist mit Abstand der größte, das ist wahrscheinlich dann dieser 26er. Nürnberg 20 oder 14, München, Stuttgart, hier oben Osnabrück ist auch noch ziemlich groß. Erfurt, Freiberg, ja. Also das ist echt mal eine gelungene Idee. Habe ich so auch noch nie gesehen. Dass man hier tatsächlich so das Tourleben oder die Auftritte hier so festgehalten hat. Nicht schlecht. War sicher eine ordentliche Arbeit, das so aufzuarbeiten und zu recherchieren. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, und das alles in diesem Faltplan kann man natürlich auf dieser Seite aufhängen. Oder man nimmt einfach das reguläre Poster. Gut. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte doppelseitige Poster bzw. dieser Faltplan. Dann dieser Wimpel hier, der Deutsche Vita Wimpel, beidseitig gestaltet mit diesen Saugnäpfen. Wie gesagt, wenn ihr rechtzeitig dran gedacht habt, dann habt ihr auch diese Wimpelstange dann noch bestellen können oder ordern können im Nachhinein. Die Karte hier mit diesem Entschuldigungsschreiben. Das Zertifikat, die DVD live in Wacken und natürlich das Album an sich, Deutsche Vita mit insgesamt 14 Tracks im Digipack. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Deutsche Vita von JBO. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr JBO unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.